Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bootsvideo von mir. Ja, ich bin jetzt in Schwandorf. Da habe ich jetzt geparkt auf diesem Großraumparkplatz. Das ist auch gleichzeitig Wohnmobilstellplatz. Eigentlich alles kostenlos, bis auf die Medien, die man da haben und benutzen will. Ja, die muss man vielleicht ein bisschen bezahlen, aber alles andere ist kostenlos. Für den, den es interessiert. Ich brauche es nicht, bin autark. Und da will ich jetzt hier mit dem Zug erstmal wieder bis Naburg fahren. Ja, und von Naburg geht es dann ins Wasser und dann paddle ich die ganze Strecke wieder zurück. Ja, und wenn du Lust hast, mich hier zu begleiten bei meiner etwas aufregenden Tour heute, dann bleib einfach dran und viel Spaß mit diesem Video. Jetzt geht es erstmal über diese wunderschöne Holzbrücke. Und hier an diesem Mühlrad vorbei komme ich dann direkt in die Stadt. So, jetzt muss ich bloß noch einen Bahnhof finden. Na, das sieht ja schon wie ein Bahnhof aus. Ja, ich bin gleich am Bahnhof. Ging ja mal einfach. Gut, in Naburg bin ich jetzt angekommen. Ja, jetzt muss ich bloß noch zum Wasser. Ja, wenn es einen interessiert, ich kann ja mal so ein paar technische Daten nennen, was ich gerade hier hinten auf dem Rücken habe. Also ich habe jetzt ein Gesamtgewicht, habe ich vorhin gewogen, von ca. 14 Kilo. Ja, das lässt sich noch annehmbar handeln. Also die Ausrüstung alleine wiegt ja schon 7,5 Kilo mit Paddel. Ja, der Rest ist irgendwelche anderen Zutaten. Eigentlich ist es ja gut, dass ich ja schon den Weg hier kenne, weil ich bin ja schon in Naburg, bin ich ja schon mit dem Zug gefahren, also wusste ich ja schon, wo der Bahnhof war. Und ich weiß auch sogar schon, wo die Einstiegsstelle ist. Ja, und da gehe ich natürlich auch gleich ganz gezielt hin. Ich bin nämlich gleich da. Denn hier direkt an dieser Holzbrücke ist auch da schon die Treppen, wo es reingeht. Ja, in diesen Städten, wo man immer ein- und aussteigen kann, die sind ja immer extra. Und das ist ja so ein- und Ausstieg. Ja, das ist immer wunderbar hier gemacht. Das gefällt mir eigentlich. Und ich finde eigentlich auch immer die Schilder gar nicht so schlecht. Also die kann man wirklich immer schon von Weitem erkennen. Damit man auch rechtzeitig weiß, wann wer kommt, muss man halt ein bisschen aufpassen. Und ich hoffe, dass alle Schilder immer vorhanden sind. Bis jetzt waren sie es ja, also nicht ganz alle, aber zumindest ein Hinweisschild war immer da. Gut, lange genug palabert. Jetzt geht es erstmal ums Aufbauen. Weil ich will ja irgendwann los. Also es dauert ja wahrscheinlich auch nochmal eine knappe Stunde, wie die Scheiße wieder zusammengebaut ist. Ja, meinen Rucksack kann ich hier immer in diese Seitentaschen von dem Boot verstauen. Da habe ich nämlich so rechts und links zwei und das ist richtig praktisch. Dann ist das immer alles gut verstaut. Und der Rest geht dann vorne in die vordere Tasche rein. Die ist übrigens auch wasserdicht. Also das ist dann schon praktisch. Ja, mittlerweile ist es jetzt 9 Uhr. Ja, jetzt kann ich langsam beginnen, die Tour zu starten. Ja, ich habe das Boot jetzt vollständig aufgebaut. Naja, mal sehen, dann geht es jetzt los. Gut, ein kleines bisschen Luft muss ich noch aufblasen. Und ansonsten sieht das jetzt hier so schön fertig aus. Wie
wieder mal ein sehr perfekter Einstieg hier. So liebig es. Mal sehen, ob alles passt. Ich denke mal, passt. So, hier kühle ich dann meine Getränke, damit es schön kalt bleibt. Gut, ich denke, jetzt habe ich alles eingestellt und jetzt können wir ablegen. Also legen wir mal los. Damit wir heute noch ankommen, in den nächsten 8 Stunden. Ich bin ja bloß 12 Minuten hierher gefahren. Zweimal eine Viertelstunde bis zum Zug gelaufen. Ja, und jetzt das Ganze wieder in 8 Stunden oder so zurück. Man kann nicht blöd sein, oder? Ob ich das heute genauso gut habe wie das letzte Mal, das weiß ich nicht. Das letzte Mal, da hatte ich meistens Rückenwind. Heute sieht es wie Wind von vorne aus. Gut, nochmal ein letzter Blick hier auf den Nabob. Gut, vor mir sind jetzt schon wieder ein paar kleine Stromschnellen. Jetzt geht gleich die Post ab. Hoffentlich komme ich nicht wieder auf Grund, wie immer. Jetzt geht's ab. So viele Wellen hatte ich auch noch nie. Oh, ist der Spaß schon wieder vorbei oder was? Da kommt noch mal eine. Geht wieder seitlich die Strömung lang. Ich kenne mich da ja schon aus. Immer schön unter Strömung bleiben. Da ja heute Samstag ist und ich das gestern nicht machen konnte, weil es ja nur geregnet hat. Ja, also da werde ich heute hier nicht alleine unterwegs sein, weil am letzten Anleger, da standen schon die Kanus bereit. Und die vielen Massen von Leuten dazu. Die werden mich natürlich knapplos überholen. Ich mit meiner lahmen Möhre hier. Das ist eben halt nur ein Genießerboot hier. Nichts zum Schnellfahren. Dafür sehe ich die grüne Landschaft länger. Herrlich, wie dieser Baum hier im Wasser ist. So, jetzt muss ich das wieder hier rüber, denn da drin ist die Stromschnelle. Jetzt geht die Post wieder ab. Ja, wie das Paradies pur hier. Die ganzen Bäume so hängen ja alles so schön rein.
Herrlich. Kurve habe ich mal nicht gekriegt. Kannst du wirklich keine Pause machen? Da kann man sich wieder Strom schnellen. Ich denke mal, ich werde wieder links bleiben. In der Mitte scheint irgendwo Stein zu sein, da habe ich eine große Welle. Achtung, Baum. Musste ja echt blitzschnell reagieren. Schaut doch mal, was ich jetzt hier habe. Der Baum hat was dagelassen. So, weiter geht's. Es war schon ziemlich haarig. Ich würde sagen, jetzt haben sie mich wahrscheinlich so ein bisschen abgehängt. Ihr sagt, mit so einem Boot hat man halt keine Chance. Ich packe ja wie Idiot und die machen ja ganz gemütlich. Und da fahren die schon langsam. Jetzt wird es wieder mal ein klein bisschen spannender. Wieder so eine kleine Strömung. Jetzt komme ich an solchen schönen Felswänden hier vorbei. Es hat irgendwie was. Jetzt geht es jetzt auch schon mal hier über so einer schönen alten Eisenbahnbrücke durch. Aber was nicht so schön ist, nebenan ist die Autobahn. Eklig laut. Ich finde das heute ganz schön anstrengend. Denn die Strömung, die du hier hast auf dem Fluss, macht der Gegenwind eigentlich wieder kaputt. Du kommst eigentlich so gut wie gar nicht voran. Die nächste Brücke vor mir. Rechts von mir ist jetzt hier schon der Schlosspark von Schwarzenfeld. Ja, mal sehen, wo jetzt der Ausstieg ist.
Also direkt an diesem Stoppbar kann man zwar aussteigen, aber irgendwo muss jetzt noch ein Wehr kommen und dann muss jetzt irgendwo der Ausstieg sein. Gut, jetzt stand es angeschrieben. Achtung, Wehr, Ausstieg rechts. Ich glaube, nach der Brücke sehe ich auch schon das Schild. So, links von mir ist dann das Wehr. Und mein Ausstieg ist gleich hinter der Brücke rechts. Wo bitte ist hier der Ausstieg? Ach du Scheiße. Mann, wie soll man dann immer hier so rauskommen? Ja, jetzt wäre ich fast umgekippt mit dem Boot. Na gut, jetzt geht das mal raus. Ja, meine jetzige Einstiegsstelle ist nämlich nicht die richtige. Die haben nämlich an der anderen Einstiegsstelle haben sie nämlich den See zugebaut. Also da hätte ich gleich wieder aussteigen müssen, weil da haben sie nämlich so einen kleinen Damm gebaut. Ja. Habe ich mir jetzt hier direkt am Wehr so einen Einstieg gesucht und gefunden. Ja, ich denke mal, es geht jetzt. Aber hier bis hierher zu kommen, war jetzt ein bisschen beschissen. Denn wie ihr seht, sind hier lauter Steine. Und das ist jetzt nicht so besonders gut, aber wie es aussieht, ist es hier ziemlich tief. Also hier komme ich, denke ich mal, gut jetzt rein. Gut, dann legen wir mal ab. So, das war's. Ja, mal versuchen hier wieder rauszukommen. Bin schon wieder auf Grund gelaufen. Naja, totaler Fehlalarm. Die Rinne war freigebackert. Das wäre nämlich hier rechts eine Rinne gewesen. Ja, das hätten sie auch mal beschriften können. Solche Idioten. Und das sind was da vorne, Sandsäcke oder was? Komme ich wieder nicht dran vorbei. Mitten im See. Ja, durch die Scheiße an. Ging aber, konnte mal anheben, es hat nur etwas geschwommen. Gut, machen wir mal weiter. Denn ich habe ja noch ungefähr 10 Kilometer vor mir. Und kurz vor Ziel habe ich da noch ein Wehr. Mal gucken, wie ich das diesmal meistere. Das ist ja mal ein tolles Pausenglück drin. So, jetzt werden wir mal gucken, ob wir hier durchkommen. Hier kommt wieder mal eine Strömung. Hoffentlich kriege ich diesmal die Kurve. Ich glaube, dieser Abschnitt ist jetzt auch ein bisschen nicht mal so breit.
Da kriegst du natürlich auch ein bisschen mehr Strömung. Und es geht jetzt ziemlich flott. Es sind viele Kurven drin. Aber muss man immer aufpassen, wenn man lang fährt. Das sind nämlich etliche Inseln. Das merkst du echt. Ich habe schon wieder 2 Kilometer gemacht. Bin gar nicht so lange unterwegs, dass du hier ein bisschen mehr Strömung hast. Ja, auf der Karte sah es wirklich so aus, dass der Fluss sehr schmal war. Ja, umso schmaler der Fluss, umso mehr Strömung. Das ist wirklich noch mal ein schönes Stück hier. Sehr idyllisch. Und vor allen Dingen keine laute Autobahn. Also irgendwie macht es mir zurzeit richtigen Spaß, weil ich irgendwie vorankomme. Ich glaube, das Wasser hier, das steht fast. Ja, es hat zwar noch ein bisschen Strömung. Ja, Frohnberg ist noch leer, das habe ich ganz vergessen. Ja, da muss ich noch einmal aussteigen, also sind es noch 2. Ich habe zwar nicht mehr so viele Kilometer, aber ja, ist halt so. Es sind nämlich nur noch so keine 4 Kilometer mehr. Ist schon irre, was ich hier weggelegt habe. Ja, die Zeit ist aber auch schon um, bestimmt mal 15.37 Uhr. Ich denke mal, 18 Uhr bin ich wieder da. Jetzt hat man diesen Fluss auch schon wieder Strömung abgezapft. Weil da ist nämlich so eine kleine Umgehung gewesen. Ja, also bin ich jetzt wieder etwas langsamer unterwegs. Jetzt geht es noch einmal hier unter der Brücke durch. Und ganz da vorne, da ist ja schon Frohnberg. Ja, vor der nächsten Brücke ist das Wehr, da muss ich noch mal irgendwo raus. Na gut, da brauchte ich mal nicht aussteigen, hätte ich mal alles dran. Ja, da kommt jetzt gleich der letzte Ausstieg. Thank you.
Gut, das war dann erstmal das letzte Wehr. Ich bin jetzt, wie gesagt, gleich da. An dem guten Bootsanleger. Gut, das war dann die letzte Brücke. Jetzt kommt gleich der Aussteiger. Haben wir gleich geschafft. Ja, bis 18 Uhr hatte ich eigentlich geplant. Wir haben es jetzt 17.18 Uhr. Na gut, angekommen bin ich dann erstmal. Ich muss bloß noch den ganzen Scheiß zusammenbauen. Ja, kommen wir jetzt zum Schluss von dieser Bootsfahrt. Mittlerweile haben wir es ja jetzt schon einen Tag später. Ja, das war dann so, ich hatte dann jemanden zum Erzählen getroffen. Da konnte ich nicht mehr ganz so viel filmen. Und dann war sowieso nachher so viel in der Stadt bloß, wo ich dann wieder zurück war. Ja, da hat sich einfach nicht mehr die Möglichkeit gegeben. Ja, also auf jeden Fall, die zweite Etappe war nochmal sehr, sehr schön. Also ich sag mal so, die ersten 10 Kilometer waren ein bisschen wild. Also da waren immer mal so ein paar wilde Wasserstellen dabei, gerade hinter Naburg. Und dann, wo ich dann in Schwarzenfeld angekommen bin, ja, dann wurde der Fluss da ein bisschen ruhiger, wahrscheinlich tiefer. War mehr oder weniger auch ein größeres Angelgewässer. Ja, und das streckte sich dann bis kurz vor Schwandorf. Und in Frohnberg, also das war nur kurz davor, gab es dann noch diese geile Wasserrutsche. Ja, hatte ich mir erst nicht zugetraut. Aber wie gesagt, wenn es einer vormacht, muss es der andere auch nachmachen. Dann verleitet das einen auch. Da wäre das Umtragen ja viel zu schade und hätte viel zu lange gedauert. Und ruckzuck warst du, es wäre unten einwandfrei. Hat richtig Spaß gemacht. Das war vielleicht auch das Highlight von der ganzen Tour. Ja, wie gesagt, diese Tour ist auf jeden Fall auch empfehlenswert gewesen. War zwar nicht ganz so flach wie in den anderen Gewässern, aber hat trotzdem Spaß gemacht. So, wann ich dann die nächste Boottour mache, das weiß ich noch nicht. Mal gucken, was am nächsten Wochenende ist, denn mein Urlaub, der geht ja nun bald zu Ende. Und morgen will ich ja dann meine letzte Tour machen. Und da geht es dann noch mal hier in Hirschberg, wo ich ja jetzt schon sitze, dann weiter. Und hier habe ich nämlich noch mal so einen schönen Urwaldpfad entdeckt. Dann bleibt dran, auch im nächsten Video, da wird es sicherlich wieder schöne Wege geben. So, dann macht's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.